Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 22 unserer Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute soll es um den Philosophen Johann Gottlieb Fichte gehen, der Entscheidendes beigetragen hat zur Vorstellung, wie das menschliche Subjekt Welt erkennt. Überstrahlt ist er dann worden von seinem Nachfolger an der Berliner Universität in Philosophie, das war Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem Philosophen des Fortschrittsdenkens und damit auch des Industriezeitalters. Von ihm wollen wir das nächste Mal handeln. Warum Fichte? Wir haben die letzten Male uns angeschaut, wie das Unbewusste als philosophische Kategorie erfunden worden ist im späten 18. Jahrhundert und dann von Philosophen und Medizinern ausgearbeitet wurde, wie in diesem Zusammenhang ein neuer Geniebegriff entstand, ein Genie, das auch dem Wahnsinn nahe sein kann, auch zum Verbrecher werden kann. Und wir haben gesehen, wie nun in der Literatur im wirklich unübertroffen von E.T.H. Hoffmann in den Elixieren des Teufels die menschlichen Triebkräfte über den Menschen Oberhand gewinnen. Zum einen die erotischen Kräfte oder auch eben die zerstörerischen, aggressiven Kräfte. Der Mensch, ein kreatives Wesen, was seine Geschlechtlichkeit angeht, was auch seine Kunst angeht, aber diese Kreativität, die eben auch in zerstörerischer Kreativität sich verwandeln kann. Beispielhaft für diese Art von Literatur sind, wie gesagt, E.T.H. Hoffmann und dann auch Edgar Allan Poe für die Nachtseite dieses Unbewussten. Und diese Triebkräfte sind eben ganz wichtig geworden, wenn wir die Liebesbeziehungen und die Darstellung der Liebesbeziehungen in der Literatur jener Zeit anschauen, eben jene sogenannte romantische Liebe. Und mit Fichte gilt es jetzt nun noch ein weiteres Moment herauszuarbeiten, der menschlichen Seele, der menschlichen Verfasstheit, das wichtig geworden ist für die Mann-Frau-Beziehung. Fichte hat das menschliche Wesen, und damit wird in der Folge der Mann gemeint sein, herausgearbeitet als produktives Wesen. Und das ist in einer Gesellschaft, die alles auf Produktion von Waren, von Gütern setzt, nun eben eminent wichtig geworden. Der Mann, der sozusagen zuständig ist für die Produktivkräfte in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, der, wo ein neuer Typ von Mann aufkommt, nämlich der Fabrikarbeiter und auf der anderen Seite der Fabrikant, ein Mann, ein Mensch, dessen Wesen dadurch beschrieben ist, dass er über sich hinauswachsen will, Welt gestalten will, ein menschliches Subjekt, das wie Faust im zweiten Teil eine Welt, ein Objekt auf seine Weise versucht zu gestalten und positiv, aber auch eben natürlich mit negativen Folgen, wie es dann auch im Faust im zweiten Teil auch beschrieben wird. Zu diesem Bild hat der Philosoph Johann Gottlieb Fichte entscheidend beigetragen. Und er wurde zu seiner Zeit heiß geliebt von der männlichen Jugend, bis ihn dann Hegel abgelöst hat, der noch einen Tick mehr an Selbstbewusstsein brachte. Eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Wir haben uns das letzte Mal die Elixiere des Teufels angeschaut und haben festgestellt,
dass der Teufel, der in den Jahrhunderten davor direkt mit den Menschen in Kontakt trat, auch über Dämonen, dämonische Kräfte, die von den Menschen Besitz nahmen, wird hier späten 18., im 19. Jahrhundert zum Produzenten. Nämlich, er wird zu einem Weinproduzenten, der in Glasflaschen, in Fläschchen Elixiere abliefert, die den Menschen dann gefährden. Man hat das den Teufel in the bottle genannt, den Teufel in der Flasche. Das war so ein ganz wichtiges Bild, wie es dann auch in den amerikanischen und englischen Ländern aufgekommen ist, der Teufel in der Flasche. Und die Glasflasche zur Getränkelagerung wurde erst wichtig in der Zeit der Industrialisierung, hat da einen enormen Schub bekommen. Die Glasverarbeitung wurde im großen Stil durch die industriellen Fabrikationsmöglichkeiten in Gang gesetzt, und nun wird der Teufel ein Produzent von gefährlichen Waren, die denn das Triebverhalten der Menschen beeinflussen werden. Das war der kleine Exkurs und der Hinweis nochmal auf die Elixiere des Teufels. Der Mensch, vor allem dann der Mann, als Produzent. Das Wesen dieses menschlichen Subjektes ist es, die Welt zu gestalten, auch durch die Produkte, die dieses Wesen hervorbringt. Und es ist vor allem der Mann, der hier angesprochen ist, weil er eben auch zuständig ist für die Außenkontakte der Familie. Die Frau, die als Gebärerin von Kindern natürlich auch eine produktive Kraft ist, sie bekommt immer mehr den Anteil der sogenannten reproduktiven Kraft. Ihr obliegt es, bei den Kindern in der Küche und in der Kirche zu wiegen, und den Mann, der sich verausgabt in der Produktion von Waren, von Ideen, von Wissenschaft, ihm Harmonie zukommen zu lassen und seine produktive Kraft zu erneuern durch Harmonie, durch Unterstützung im Heim. Diese Vorstellung natürlich vor allem des Mannes als der produktiven Triebkraft in der industriellen Gesellschaft fördert natürlich auch die Dominanz des Männlichen in dieser Gesellschaft, und die Frauen kommen dadurch ins Hintertreffen. Das haben wir uns ja schon mehrmals angeschaut. Also, Johann Gottlieb Fichte. Geboren wurde er am 19. Mai 1762 in Ramenau in Sachsen, und gestorben ist er am 29. Januar 1814 in Berlin. Kam aus ganz, ganz armen Verhältnissen. Der Vater war ein Bandweber. Er hat die Schule besucht in Meißen und dann auch Schulpforta bei Naumburg und wurde schon sehr, sehr früh gefördert, da man seine außergewöhnliche intellektuelle Begabung erkannte. Man hat ihm ein Studium ermöglicht, der Theologie, ab 1780 in Jena und dann nach Leipzig. Er ist dann aufgefallen, wie fast alle Studenten, durch Trunksucht und kein arbeitsames Verhalten. Er musste sich schließlich durchbringen als Hauslehrer, und dann versagten sämtliche finanziellen Mittel und er musste das Studium abbrechen. Er nahm 1788 eine Stelle als Hauslehrer in Zürich an, verlobte sich zu dieser Zeit mit Johanna Marie Rahn, der Nichte des berühmten deutschen Dichters Klopstock, und entlobte sich wieder, weil er sich noch nicht ganz durchringen konnte zu einer Heirat. Kehrte nach Leipzig zurück und lernte dann dort die Philosophie Immanuel Kants kennen. Wurde übrigens auch Freimaurer, nicht lange, aber eine Weile war er bei den Freimaurern, immer wieder tätig als Hauslehrer.
Und einmal besuchte er tatsächlich Kant in Königsberg, 1791 war das, der erkannte, dass da ein fähiger junger Mann vor ihm stand und ihm zu einer Veröffentlichung einer Schrift verhalf. Diese Schrift kam anonym heraus. Alle glaubten, sie stamme von Kant. Sie wurde berühmt. Kant korrigierte den Irrtum und über Nacht wurde Fichte berühmt. Und dann war er so weit, dass er auch tatsächlich Mut fand und das Fräulein Rahn heiratete, 1793, bekam dann einen Lehrstuhl in Jena, 1794, und 2 Jahre später wurde ein Sohn geboren, Immanuel Hermann. Seine Gedanken waren revolutionär in jener Zeit, und sie enthielten Gedanken, die der Monarchie nicht gefiel. Er hielt einen Verweis und musste schließlich 1799 von seinem Lehrstuhl zurücktreten wegen sogenannter atheistischer Gedanken. Er bekam zunächst einen Lehrstuhl in Erlangen und schließlich ab 1809 eine Professur in Berlin und wurde Vorgänger von seinem noch berühmteren Nachfolger Hegel. 1814 starb er an Fleckfieber, sehr schnell und sehr überraschend. Seine Frau hatte sich angesteckt, er steckte sich bei ihr an. In jener Zeit hielt er dann auch sehr patriotische Reden gegen Napoleons Eroberungskriege, was ihn auch zum Nationalhelden in jener Zeit machte. Alles, was ich nun über ihn erzählen will im Folgenden, ist natürlich ganz stark vereinfacht. Aber er ist nun einmal ganz wichtig geworden, was so die allgemeine Überzeugung wurde, wie der Mensch und vor allem auch der Mann in seinem Wesen verfasst ist. Sein Hauptwerk ist geworden, die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, 1794-95 herausgekommen. Er hat sie mehrmals überarbeitet, eigentlich bis zu seinem Tod, und in diesem Werk das Denken Kants weitergetrieben. Fichte ist der Erfinder der Dialektik und nicht Hegel. Das wissen eigentlich sehr wenige. Nur, er hat diese dialektische Methode in seinen Werken vorangetrieben und eigentlich auch erfunden. Und er predigte nun eben einen radikalen Subjektivismus, das menschliche Subjekt als produktives Wesen, das Welt entwirft in einem geschichtlichen Prozess in der Zeit. Eine Welt, die immer differenzierter wird, immer fortschrittlicher, immer durchdachter, immer logischer, und das auf einem dialektischen Weg. Was war sein Ausgangspunkt? Ausgangspunkt war, wie gesagt, Kant, der die Welt an sich, die wahre Welt, das Ding an sich für unerkennbar erklärt hatte und die Welt der Erscheinungen dem Menschen übergeben hatte. Alles Begreifen war menschlich bedingt. Vorstellungen über das An-sich-Sein waren nichts anderes als Ideen des Menschen und nicht eine objektive Wahrheit, wie die Welt im wahrsten Sinne ist. Die Vorstellung über die Welt als Vorstellung, als Idee, das hat dazu geführt, dass man diese Philosophie eben den deutschen Idealismus genannt hat. Und nun schlussfolgerte Fichte, wenn das so ist, dass man über das wahre Sein an sich gar nichts aussagen kann, dann muss ich mich konzentrieren auf die Möglichkeiten der Erkenntnis des menschlichen Subjekts. Ich muss mich darauf konzentrieren, wie das menschliche Subjekt Welt sieht und erkennen kann. Und da hat er eben eine Wissenschaftstheorie über die Weltsicht entwickelt,
die das menschliche Subjekt zu einem produktiven Wesen macht, einem sogenannten Tat-Ich, ein Ich, das tut, das aktiv wird, ein aktives Ich, das Welt produziert. Ganz kurz, das menschliche Subjekt, von dem Ficht rede, ist nicht zu verwechseln mit dem Individuum. Es geht also nicht um individuelle Erkenntnis der Welt, sondern um ein konstruiertes menschliches Subjekt, ein allgemeines menschliches Wesen und seine Bestimmtheit. Und nun dachte sich Fichte das folgendermaßen: Das Ich ist ein Tat-Ich, das ein Bild von Welt entwirft, entwickelt, und zwar in einem Prozess, der in der Zeit verläuft und immer diffiziler, immer genauer wird. Das Subjekt, das Ideen über die Welt entwickelt, und so nennt man diese Richtung der Philosophie den sogenannten subjektiven Idealismus, im Unterschied zum objektiven Idealismus, den wir bei Hegel kennenlernen werden. Noch etwas, was eigentlich schon implizit da ist, aber ich sage es noch einmal ganz deutlich: Das menschliche Subjekt wird bei Fichte nicht differenziert in Mann und Frau, aber all seine Überlegungen richten sich dann eigentlich vor allem eben an den Mann als gesellschaftlich aktives Wesen, der seine Kräfte verausgabt, um die Welt herzustellen, zu formen, während der Frau eben diese reproduzierenden Kräfte überlassen bleiben. Und so ist sie natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Gestaltung der Welt, aber eben nicht so entscheidend wie der Mann. Und diese Rolle der Frau als reproduzierendem menschlichen Subjekt, das spielt dann eben auch eine große Rolle in der Literatur und der Gestaltung von Liebesbeziehungen im 19. Jahrhundert. Wie habe ich mir also diesen Gedanken von Fichte genauer vorzustellen? Fichte setzt am Anfang seiner Überlegung ein sogenanntes absolutes Ich. Er nennt das eine Kraft, der ein Auge eingesetzt ist, ein Tat-Ich. Der Anfang der Weltgestaltung liegt im Unbewussten, nicht im begrifflichen Denken, in der sogenannten unbewussten Vernunft, in der sich etwas regt, ein Ahnen, ein Fühlen, das aktiv werden will, das über sich hinausgreifen will und sich hinausschleudert in dem ersten Gedanken, den es fassen kann, nämlich in der Entwicklung eines sogenannten Nicht-Ich. Ich versuche es Ihnen ein bisschen verständlicher zu machen, wenn Sie mir ein kleines Beispiel erlauben. Stellen Sie sich vor, machen Sie die Augen zu, schließen Sie die Augen und denken, Sie sind jetzt in sich ein aktives Wesen. Und dieses aktive Wesen, das fühlt, Kräfte in sich fühlt, das aktiv werden will, das ein Tat-Ich ist, will aktiv werden und merkt, da ist etwas. Und das Erste, was dieses unbewusste, blinde, absolute Ich, das nicht angeschlossen ist an irgendeine Umwelt, absolut ist, macht die Augen auf und das Erste, was es wahrnimmt, ist nicht ich. Es schleudert sozusagen heraus aus sich einen Gegensatz, ein Nicht-Ich, das noch vollkommen undifferenziert ist und das eine Negation in sich aufbewahrt, eben ein Nicht-Ich.
Ich ist eine Negation. Und nun kommt der dialektische Prozess in Gang. Wenn sich dieses Denken der aktive Ich auf die Position des Nicht-Ichs stellt und zurückschaut auf den zuerst tätig gewordenen, dann wird es feststellen, dass dem Nicht-Ich ein Ich entgegengesetzt ist und dass man das auch anders ausdrücken kann. Wenn das Nicht-Ich eine Negation ist, dann ist der Gegensatz der Negation die Negation der Negation, das Ich. Damit wird das Ich als menschliches Subjekt sozusagen dialektisch gesetzt. Und jetzt kann das denkende Subjekt wieder die Position dieses Ichs beziehen und von da aus weiter fortschreiten in einem unendlichen dialektischen Prozess. Also, Augen zu, ahnen, fühlen, Augen auf, nicht ich, Negation. Ich beziehe die Position der Negation, schaue zurück. Die Negation der Negation ist die Position, das Ich, das damit als Subjekt, gesetzt ist. Und nun kann dieses denkende Ich auch diese Beziehung von Negation und Negation der Negation von außen betrachten, in einer neuen Position. Und damit den dialektischen Prozess vorantreiben, denn auch diese Position ist eigentlich die Negation der Negation der Negation eine Position, und so geht es weiter in einem unendlichen dialektischen Prozess, den man dann auch beschreiben kann als den Gegensatz zwischen These und Antithese, die sich in einer Synthese wiederfindet. Das hat Hegel dann vor allem auch in seiner Philosophie hervorragend ausgearbeitet. Und so beschreibt Fichte in seiner Wissenschaftstheorie diesen Fortschrittsprozess von der unbewussten Vernunft zu immer größerer Vernunft, immer größerem Begreifen, immer größerer Differenziertheit, allein durch diese Aktivität des aktiv werden wollenden Ichs. So nennt er mehrere Stufen in seiner Wissenschaftstheorie. Am Anfang steht ein dunkler Instinkt, dann kommt es zur Vernunftherrschaft mit dem Stand der Unschuld, dem Stand der anhebenden Sünde, dem Stand der vollendeten Sündhaftigkeit, dem Stand der anhebenden Rechtfertigung, der Realisierung des Gehalts und der Einrichtung der menschlichen Dinge nach der Vernunft und schließlich zum Stand der vollendeten Rechtfertigung und Heiligung. Sie sehen, dass die Begriffe sehr religiös sind. Schuld, Unschuld, Sünde, Rechtfertigung, Heiligung, das sind Begriffe, die aus dem religiösen Bereich gewählt sind und die zeigen, woher eben Fichte kommt und wie jene Zeit noch in der Säkularisierung begriffen ist, aber der Hintergrund ist eben noch ein stark christliches, religiöses Abendland, von dem man sich dann nach und nach intellektuell befreit. Fichte ist also der Philosoph des menschlichen Subjekts geworden als eines Tat-Ichs, als eines produktiv weltgestaltenden Ichs, zu immer größerer Differenziertheit, immer größerer Bewusstheit. Und am Anfang steht das unbewusste Ahnen und Fühlen, das überwunden werden will und muss. Der sogenannte subjektive Idealismus. Und dieses produktive Ich wird dann vor allem eben für das Selbstbild des Mannes im industriellen Zeitalter wichtig werden, dem es obliegt, die Welt zu erobern,
Produkte herzustellen, die Außensicht der Welt, der Familie zu gestalten, während die Frau immer mehr zum reproduktiven Wesen wird. Und das natürlich entscheidend für das Bild von Mann-Frau, gerade dann auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.